Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum vielleicht letzten MFB Raubfischbox Video auf meinem Kanal. Ich habe allerdings schon wieder die Gerüchteküche im Brodeln gehört. Es wurde wohl zärtlich nachgefragt, ob es noch möglich wäre, eine Septemberbox zu packen. Also von Insolvenzverwalterseite. Also nicht, dass der die packt, sondern dass der die vielleicht noch packen lässt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ob wir da nochmal die Möglichkeit bekommen, noch was hier auf dem Kanal von MyFishingBox zu zeigen. Außer natürlich im Jahreskalender, den ich auch dieses Jahr noch durchziehen werde. Und von daher würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los hier mit der Augustbox. Die blaue hört sich auf jeden Fall schön voll an und ein bisschen was mit Rasseln drin. Also irgendwas Hardbait, Wobbler-technisches. Ah, noch früher morgen erstmal einen schönen Kaffee trinken. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los, oder? Schokoladenmesser ist am Start. Oh, okay. Okay, und los. So, da ist das gute Stück. Oh, da sehe ich schon. Da sehe ich schon wieder Adventskalender-Ware. Da haben wir erstmal von der Firma Majorfish ein Hecht Shallow Rig mit einer Screw vorne dran. Also, was für einen großen Gummiköder, den sehe ich auch schon. Sehr gut, Majorfish Single Rig. Ist geeignet für Köder von 15 bis 18 cm. Einfach die Shallow Screw vorne in den Gummiköder eindrehen und den Haken am Bauch. Sehr flexibel, dank Dreifachwirbel und scharfen Drilling und Stainless Steel Splintering. Tightlines. Ja, das finde ich tatsächlich ein tolles Produkt von Majorfish. Muss ich jetzt hier mal lobenswert erwähnen. So, einmal auspacken hier. Schwupps. Und zwar einfach, weil das Produkt hier aus vielen Wirbeln besteht. Ne, da haben wir jetzt hier keinen, gibt ja auch einfachere oder auch wenn man sich selber die baut, nimmt man ja natürlich bloß ein bisschen Stahl oder Titan oder sowas. Na, Titan wahrscheinlich eher nicht, meistens eher Stahl. Und hier hat man halt einfach Wirbel miteinander verbunden, was natürlich dafür sorgt, dass wir müssen natürlich hier vorne den Snap hier vorne fixieren oder halt in der in dem Sprengring hier. Und wenn der Fisch dann halt hier, gerade bei großen Hechten, ist es natürlich, man sieht es hier schon, das ist sehr massiv gebaut, mal davon abgesehen, wenn die sich natürlich viel drehen und so, kann man natürlich auch, wenn man nur Stahl benutzt und halt kein Tönchenwirbel oder was drin hat, kein Wirbel, kann der Fisch natürlich auch unter Umständen, ich weiß nicht, ob es auch ums Kaputtmachen geht oder nur ums Rausdrehen, den Drilling loswerden, ne? Oder halt, dass die Stahlverbindung hier kaputt drehen. Kann er hier halt nicht machen, einfach weil wir hier was haben, was kann er unendlich drehen, soweit wie er will. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, wie Buzz Light hier sagen würde. Da hat er halt dann keine Chance. Das ist wirklich ein tolles Teil hier. Das gefällt mir sehr gut, ne? Benutze ich auch selber gerne. Wenn ich mal große Hechte fangen würde, würde es auch mal seinen Wert zeigen können, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Also das ist ein tolles Produkt hier, gefällt mir sehr gut. Achso, hier steht nochmal die Länge, 6 cm mit Dreifachwirbel. Gewichtstechnisch steht jetzt hier, glaube ich, nichts drauf, was das aushält, aber das sieht auf jeden Fall sehr massiv aus. Wow. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Nice. Perfekt eingepackt. Lassen wir erstmal so. So, da haben wir nochmal von Majorfish ein paar Connector-Jig-Köpfe-Set. Draußen keine Angabe drauf, aber dafür sollte es ja auf den Jig-Köpfen draufstehen. Ja, und da sieht man schon, verschiedene Gewichtsklossen, 10 Gramm, hubala, ah, auf jeden Fall 10 Gramm, dann haben wir höchstwahrscheinlich 7 Gramm, jawohl, das sollte hier Größe 3 sein, oder, ja, das ist wahrscheinlich 12 Gramm, ganz genau, und noch einen bisschen kleineren, wahrscheinlich in 5, genau, haben wir auch, ja, also schönes Set hier. No, kann man machen. Schwupps. Weg damit. Dann haben wir von der Firma Bait Lab einen. Das sollte ein Oberflächenköder sein, würde ich mal sagen. Einen kleinen Stickbait Tournament Winning Action. Wie nennt er sich? Der nennt sich Surface Slammer. Also Oberflächen. Slam. Schlager? Keine Ahnung. Jetzt steht das Sinking? Warum heißt das Sinking? 80 mm ist auf jeden Fall lang, 8 cm. Hm. Also wenn es ein Oberflächenköder ist, wäre es auf jeden Fall nicht so cool, wenn er sinkt, ne? Also, weiß ich nicht. Kommen wir mal auspacken. So, da ist er. Oh, der ist echt schwer. Ne, der sinkt wahrscheinlich wirklich. Hm. Das ist komisch.
Wahrscheinlich nicht hervoraktiv. Ich glaube, ich hatte vom Baitlab noch nie irgendwas gehabt, was hervoraktiv ist. Auch hier wieder nicht. Weiß ich nicht. Aber schönes Design, ne? Sieht auch mal ganz interessant aus hier. So ein bisschen goldig. Goldie Horn. So, was haben wir denn hier? Jetzt muss ich nochmal schnell raufschauen. Ne, hier war's. Eine halbe Unze, also irgendwas um die 15 Gramm. Havoc Honey heißt die Farbe. Sinking. Also das kann ich mir jetzt nicht erklären. Ja, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es wisst. So, dann geht's weiter. Mit der 24 aus dem Raubfisch-Adventskalender 2021. Da hatte ich tatsächlich genau auch, glaube ich, diese Farbe drin. Von Rapala, den Super Shadow Wrap. Der eine Lauftiefe von 0,9 bis 1,2 Meter hat. Er wiegt 38 Gramm und daher hat eine Slow Fading Action. Interne Bezeichnung hier der SSDA 11 und Farbe irgendwas mit Natural Perch wahrscheinlich. Life Perch, naja, fast richtig. Gar nicht mal so weit weg gewesen. Gar nicht mal so gut. Achso, zugeklebt. Na gut. Nein. Na komm her. Verdammt. So, da ist er. Ach komm. So. Really good. Ja, schönes Design, schöne Farbe. Ja, sieht cool aus. Eine große Kugel drin. Und mit nur ganz wenig Bewegungsfreiraum. V-aktiv. Jupp. Am Kinn nicht. Tatsächlich nur hinten am Hintern. Ja, aber designtechnisch hübsch. Schöner großer Jerkbait. Kann man auf jeden Fall machen. So, was haben wir noch? Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's an die Gummifische hier. Von Hostage Valley Lures, den Hostage Valley Shad in 14 cm in einer Farbe, die auch einem Dekor von diesem hier sehr ähnlich sieht. Irgendwas mit Perch. Natural Perch. Okidoki. Packen wir auch gleich nochmal aus hier. Da ist er. Ja. Riecht nicht besonders. Sicherlich voraktiv. Ich brauche hier noch Batterien. Ja. Ziemlich cool. Schöner großer Tail hinten dran. Auch nochmal mit dem Logo hier. Das kennen wir ja auch von Westin, von Swazonka als Beispiel. Da steht es auch immer hier hinten drin. Ja. Schönes Ding. Kennen wir schon, aber trotzdem. Toller. Bait. Passend auch natürlich hier mit dem System hier. Na, lass los. Kann man machen. So. Dann haben wir. Was ist denn das hier? Von Lucky John. Der Kubira Swim Shad. 23 cm, 76 Gramm oder 9 Inch ist er lang. Auch wieder so eine ähnliche Farbe. Heißt wahrscheinlich auch irgendwas mit Perch. Steht nichts drauf. So. Dieses Stinger-System sollten wir dafür eigentlich nutzen. Das liegt jetzt hier nicht dabei. Dafür ist das hier natürlich deutlich zu klein. Ich würde mal sagen, ich packe ihn erstmal aus. Da sieht man hier schon, da liegt ja schön die Schmotze drin. Hier ist schön geflavored. Ja, der riecht auf jeden Fall ganz cool. Ordentliches Teil hier, ne? Erinnert mich so ein klein wenig hier an die Pickshad-Köder, ne? Von der Optik her, also von der Form. Hinten auch nochmal großer Tail hier mit LG, Lucky John, Logo, UV-aktiv. Aber sowas von, boah, ist das ein Riesenteil hier. Digga. Der ist auf jeden Fall auch ordentlich. Aber wie gesagt, dafür ist das hier natürlich zu klein. Können wir mal kurz gucken. Warte mal, wo kommen wir ungefähr an hier? Also, ich mache es einfach mal so. Ja, naja, nee, das ist natürlich nichts hier bei so einem Köder, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir nochmal eine andere Größenordnung. So, den wieder rein. Bäh! Bisschen die Hände eincremen. So. Den packe ich mal gleich wieder ein hier, sonst saue ich mir hier alles voll. So. Schwupps. Dann haben wir natürlich noch einen Aufkleber von Rapala. Hier trifft sich die Elite. Nicht mehr lange.
Und ein MFB-Aufkleber und das Wort. Ja, also ordentlich was drin in der Box, ne? Für noch 22,95 € sicherlich eine Box, die durchaus gut ist. Bisschen schade ist natürlich, dass wir hier nicht alles komplett fischen können. Warum wir jetzt hier Jigköpfe bei haben, wo wir nichts bei haben, wo wir den nutzen können. Obwohl, passt der hier theoretisch rein. Aber da machen wir natürlich eher das Shallow-System ran. Ja, das ist ja auch nichts, ne? Nee. Also die passen auf jeden Fall nicht, die Jigköpfe. Da wäre es natürlich cooler gewesen, wenn man die hätte weggelassen und dafür noch was reingepackt hätte. Aber das ist natürlich wahrscheinlich auch eine andere Preisklasse. Obwohl ich jetzt natürlich nicht weiß, inwieweit jetzt da die Bestückung der Box und die damit verbundene Preisklasse jetzt noch große Auswirkungen auf MFB hat. Naja, hätte man vielleicht noch ein bisschen besser abstimmen können, aber trotzdem coole Sachen mit dabei. Das ist natürlich auch hier schon wahrscheinlich ein ziemlich teurer Artikel, genauso wie der. Und der ist auch sehr schön. Bei dem bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Aber im Großen und Ganzen sicherlich für die letzte Box durchaus okay. Für die vielleicht letzte Box, mal gucken. Genau, dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen und macht's gut. Bis dann. Euer Lami.